Herzlich willkommen zum Heimspiel der BSG Wismut mit Gera in der Thüringenliga gegen Eisenach. Das ist das Spitzenspiel des heutigen Tages. Nach der Niederlage in Weimar und den Sieg vorher gegen Heiligenstadt hoffen wir, dass es weitergeht und heute zumindest gegen die Spitzenreiter einen Punkt herausspringt. Leider sehr wenig Zuschauer bei nasskaltem Wetter. Die ganze Woche war es schön. Hoffen wir auf ein gutes Spiel. Glück auf! Ja, Mario, es lag wohl auch am Wetter, dass beide Spitzenmannschaften mit dem torgefährlichen Spielern wie Alexander Pohl aus Eisenach und unserem Wismut-Kapitän Rico Heuschkel nicht zum erfrischenden Offensivfußball fanden. Eisenach erkämpft sich einen Eckball. Eckstoß Nummer 1 am Tor vorbei. Eckstoß Nummer 2, kurze Verwirrung in der Wismut-Abwehr. Erneuter Angriff von Eisenach, doch keine Gefahr für das Wismut-Tor. Die Bälle gehen weit über das Ziel hinaus oder finden ihren Anspieler nicht. Nicht viel anders vor dem Eisenacher Tor. Erneuter Angriff von Eisenach und wieder wird aus der Ecke kein Kapital geschlagen. Auch im Gegenzug kein Erfolg für die BSG. So blieb es bis zum Ende der ersten Spielhälfte torlos. Halbzeit zu Hause 0:0 unentschieden. Nach dem Seitenwechsel
wurden die Grüttner Schützlinge etwas aktiver und bekamen mehr Zugriff auf das Spiel. Ob es am frischen Rückenwind lag, ist nicht erwiesen. Doch zumindest einige torgefährliche Szenen konnte sich die Wismut 11 in der zweiten Hälfte herausspielen. Die Zuschauer blieben standhaft und hofften auf ein Tor. Optimistisch noch immer die Eisenacher. Was sagen unsere Gäste, Fans zu diesem Spiel? Ja, aber wir können noch hoffen. Chancenarm das Ganze. Ja, ein klarer Elfmeter für uns nicht gegeben, aber ansonsten geht das 0-0 schon in Ordnung. Es wurden 1-0 der 87. Minute. Bin ich mir sicher. Die Frage. Jedoch mussten sie mit ansehen, wie in den Schlussminuten fast die PSG zum Tor und somit zum Sieg gekommen wäre. Bleibt zu hoffen, dass die Wismut zum Nachholspiel am 19.04. ab 15 Uhr im Stadion am Steg gegen Leinefelde mehr Glück hat. Am 29. März gegen den SV Ehrenheim. Und bis jetzt ist noch nicht, ob gespielt wird, ob wieder hier im Stadion der Freundschaft oder in der Arena am Steg. Das entdeckt sich mit der Erfolgsfracht unter den sozialen Netzwerken. Aus! Ja, das war das Schlusswort, liebe Zuschauer. Wir bedanken uns für euren Besuch heute hier im Stadion Druschwa und wünschen einen guten Nachhauseweg, einen schönen Sonntag, maximale Produktionserfolge. Bis zum nächsten Heimspiel, wie gesagt, am 29. März gegen den SV Ehrenheim. In diesem Sinne, Dankeschön und Tschüss.